Wir reden heute über die Folgen des völkerrechtswidrigen russischen Einmarsches in die Ukraine auf unsere Nahrungsmittelsicherheit und damit über die EU-Agrarpolitik. Glücklich waren wir mit der, wie bekannt, nie zu viele Subventionen, zu viel bürokratische Kontrolle aus Brüssel und natürlich viel zu teuer für den Steuerzahler. Jüngst kamen noch grüne Lifestyle-Ideen wie Greening oder die Strategie vom Hof auf den Tisch hinzu. Meine Damen und Herren, es ist wirklich eine Schande, dass erst der Krieg Ihnen die Augen öffnen musste. Und dass wir erst jetzt auf ein Ende der Politik hoffen dürfen, die Bauern mit Zuschüssen dafür belohnte, dass sie ihr Ackerland gerade nicht bewirtschaften. Jahrelang hat die Kommission, unterstützt von diesem Haus und von vielen Linken und Grünen auf nationaler Ebene, alles getan, um Lebensmittel teurer zu machen. Der deutsche Landwirtschaftsminister, natürlich ein Grüner, forderte noch im Dezember höhere Lebensmittelpreise. Nun fürchten und beklagen Sie und er genau die. Wie unglaubwürdig kann man eigentlich noch werden? Es brauchte einen Krieg, damit Sie endlich aus Ihrem globalen und, wie wir heute wissen, sicherheits- und sozialpolitisch unverantwortlichen Agrarträumen aufwachen. Deshalb meine Bitte, reformieren Sie endlich die Agrarpolitik, akzeptieren Sie endlich moderne Produktionsmethoden. Unsere Änderungsanträge liegen auf dem Tisch. Vielen Dank.